Jo, Leute, ich grüße euch. Halt. Ja. Für mich da kann ich rüber schwimmen. Ja, weiter geht's. Odyssey, ihr Malakas. Dann holen wir uns mal hier den Kultisten oder die Kultisten. Während deren Weltherrschaftspläne eitel. Hoffentlich. Gut. Ob hier eine Stadt ist. Oder ein La der Marmorsteinbruch. Uiui, hier gibt es ja ganz schön viele Sachen. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Bumm. Hier, das ist das Rätselding. Das ist ein Platz. Hier ist aber das noch nicht ist. Hier müssen wir alles haben, oder? Passen die auf sich gegenseitig auf? Mehr. Gift. Drei. Yes. Mal den Schild her. Ui, null. Treten. Schon wieder. Hier runtergelatscht. Gut. Nice. Hau hier wieder runter. Aber ich schieße wieder nicht. Uff. Das hast du verdient. Sogar noch Schlimmeres. Ja. Oh, wir sind so viel jetzt. Dann helft ihr denen denn? Ja, schließen. Viel Glück mit dir. Sind alle vergiftet. Gut, mehr. Ich bin ein Söldner da. Ja, stirbt einfach. Ich bin dann heute erstmal ab für den Augenblick. Ein bisschen Schaden habe ich angerichtet. Ja, lass los, lass los. Der Zwanghafte. Was haben wir noch zu machen? Was sind zwei Söldner? Du bist Jägerin. Jägerin und der Zwanghafte. Jägerin. Die Attentate und er. Ah, er ist wahrscheinlich. Nahkampf. Okay, eigentlich sind sie machbar. Die durch Attentate und. Wenn ich sie wahrscheinlich alleine kriege. Er da hinten ist allein. Vielleicht sollte ich mit ihr den schnappen. Oder es versuchen. Macht vielleicht mehr Sinn. Ja.
Wir hüpfen mal hier runter. Was denn, jetzt haben die mich gesehen? Ach, hör auf. Sie haut ab. Wir sollten dich versuchen zu meucheln. Soll ich hin und wieder mal dieses Pfeifen einsetzen? Okay, was ist mit ihm? Er hat's gewusst, oder? Ey, ich hab mal schon Kaffee trinken. Jetzt hat sie wieder beruhigt, so wie es aussieht. Ich möchte jetzt was üben. Da liegt noch das Schild, das fällt ihm auf. Ja, guckt immer noch hier hin. Ja, dann vielleicht hinter dem Lager. Jetzt bewegen. Bewegt er sich durch hin. Hier macht es mir nicht einfach. Wer weiß, wie lange er da noch steht. Okay. Ja, den Gürtel kriege ich nie tot, aber Hälfte. Passt tot. Und wieder ein Söldner da, ist er noch. Oh, abzweichen. Aber die sind doch noch. Ja, die beiden. Verschlingen. Wahrscheinlich. Und die Kiste, da haben wir es doch. Nice. Gut hin, oder? Und dann gehen wir hier hin. Oh nein, bleib doch bitte da. Ja, da. Okay. Ach, brauche ich nicht gedrückt halten. Ja.
sie vielleicht nicht abschießen. Ja, falscher Knopf. Ich bin noch nie ganz wach. Das wird schon werden. Ja, mit dem Kultisten-Ding mal nachgucken. Nach dem Ding hier, oder? Da ist eine Höhe. Ach, hier ist wieder so eine. Ich verliere nie. Hier, halt! Noch mehr. Hat hier noch mehr. Weil ich sehr vergiftet bin. Ich töte das mal irgendwann mal. Passiv. Gut, nur eins. Oh, was wollen Sie? Rennt er denn? Bitte abdrücken. Die Stele. So, ich hatte ja noch Waffen. Aber jetzt will ich erstmal die Fackel. Okay, das ist. Das war nicht wahr. Oh. Hier dann zurück. Und ich eier ich jetzt nicht so lange rum wie das letzte Mal. Los. Okay. Hier da ist. Ich komme nicht zurück. Okay. Ich hab keine Lust, wieder gegen alle Wände zu. Ja, ich geh erstmal durch. Oh. Gut, dass meine katzenartigen Reflexe mich wieder gerettet. Seh schon mal eine. Damit noch mehr hier drin sind. Eigentlich dahinter. Ja. Oh, dann kann ich nee, sogar kaputt machen. Ah, okay. Gut. Oh, eine Kiste. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Ganze. Ah. Ja, macht's auch nicht viel heller, aber. Das war's. Das. Nix. Piste, okay. Uiuiui, was hat das jetzt so gut? Bitte. Yes. Hey, bitte heilen. Ich muss es langsam machen. Oh, da ist einer.
Okay, nicht, dass ich nochmal zurück muss. Diese. Die Dungeons hier. Ich scheine richtig zu sein. Wir schauen erstmal, was geht. Ein Hammer, okay. Immer mal hoch. Runter. Ob noch irgendwelche Schlangen sind. Alle eventuell. Was? Speer. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, dann holen wir uns mal die Kiste und dann die Stiele. Die Opferklinge. Der eine Opferklinge. Ja, hast du was gelesen? Was gefunden? So, jetzt. Verziehen. Gut, loslassen. Oho. Gut, dann können wir rausgehen, wenn das der richtige ist. Frischer Fisch, na gut. Ah, nice. Ich mach mich unsichtbar. Machst dich unsichtbar, warum? Warum umgeballert? Also, die schlafen ja alle. Ja, der Söldner ist hinter mir. 24, okay. Ach, das ist Salamis, okay. Jo, dann können wir da runter gehen. Hier, hier. Vielleicht drüber schwimmen. Wir haben noch sehr viel Zeit. Bin doch schneller als gedacht bis jetzt. Achso, Kult MP. Den haben wir. Nee, welchen? Jetzt weiß ich natürlich nie, welchen ich umgeknüppelt habe. Den hier unten. Rison. Und was dazu? Nehmen wir mal den hier. Einbruch in Attika, okay. Nicht irgendwas enthüllen? Nee. Na gut, die holen wir uns unser mal. Ach, lass mir Ruhe. Ich hab jetzt keine Lust zu kämpfen. Ja. Und jetzt hoch? Ja. Ja. Ah, ein Tempel, okay. Alter, Alter. Das Heiligtum des Ayas. Bleib, wo du bist! Oh, kommst jetzt. Du da! Junge! Diese Tötungen von ihr. Die Yoshi. Die bekommt alle was ab. Kannst du nicht sterben durch das Gift? Danke. Kann ich mich all in Uhr treten? Bleib lieben, ist besser für dich.
So, was haben wir gesagt? Eine Kiste und eine Tafel? Zwei Kisten. Ja, dann. Herr Icarus. Oh, da. Ja, und die Tafel ist wo? Oh. Ja. So, wo liegt das Ding? Hier hinten. Und das jetzt über hier oben. Oh komm, zeig's mir bitte. Wo denn? Hier liegt nichts. Doch hier oben. Ja, wow. Kein Wunder, dass ich es nicht sehe. Muss ich mir wieder hart verarschen. Gut, haben wir das. Dann gehen wir wieder. Da, wo der Söldner hingeht. Eine große Waffe mal ausprobieren. Hier sehr langsam. Vielleicht hier mal ausprobieren. Was für ein Ort? Tempel? Tempel der Athena Skira. Mehr gibt's hier nicht. Okay, dann wir kommen eigentlich schon wieder zurück nach Athen. Schauen. Oder erst hierhin. Ich hätte gern vielleicht die Insel mitgenommen. Gut, wir gehen hierhin, dahin. Quest annehmen, das. Dann vielleicht hier das Ganze. In der Folge mal schauen. Müsst ihr mal schauen, vielleicht so ein Tier, so ein großes, umbratzen. Wenn jetzt das ein Schiff kommt und umfährt. Wäre auch witzig. Also für die anderen. Ja, dann mal hoch. Langsam, jo. Okay, ja, hier geht's hoch. Jo. Da werden die Buchsen auch wieder trocken. In der Sonne. Vielleicht ist es ja gar nicht zum Erkunden. Aber nur so ein Ort zum Freischalten vielleicht. Können wir uns gleich wieder um andere Dinge kümmern. Nee, es ist ein Lager. Ein Banditenanführer, Gefangene. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Und ein Schatz. Schatz ist da unten einer. Bum, bum, bum. Anführer. Die Gefangenen sind. Dort haben wir eine Kiste. Anführer. Besser. Dass du nur die Schnauze hältst. Das Geschenk der Freiheit. Ich danke dir. Ja, mal schauen. Ja. Okay, die sind unterschiedlich hoch.
Die Krieg ist so nice. Ritual streiten. Runter. Runter, runter. Und. Ah, F, F. Ah, ne, E habe ich nicht. Ich runtertreten, tritt ihn weg. Gut, ich benutze mal hier die große Waffe. Okay, der war gut. Alte! Red aber durch hier, red aber was? Warum, ihr seid Piraten? Ich meine nicht so. Okay, danke. Jo. Ich glaube, so gegen einfache Gegner ist das echt brutal, das sein. Oder ich kann das gegen langsamere Gegner einsetzen. Noch eher? Ja. Gut, dass das geschnitten ist. Wahrscheinlich ist es nie geschnitten, aber ihr wisst, was ich meine, dass man sie nie weiter zerhacken kann. Sich hier breit machen können, schon interessant. Oh, sorry. Ja, das wird unten ein Viertel sein oder irgendwie. Nicht super wichtig. Werkstatt. Ich stelle dann erstmal hoch. Aber hier wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich schon drin. Vorräte, eine Kiste, ein Vorrat und der Type, ja. Befehlshaber. Wieder das. Beat somit fertig. Gehen wir nach oben. Hey, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich auch nie. Wird ein bisschen weit weg sein, aber ich nicht weiß. Und schwer sie. Ich mir zu sehen, dass ihr mich aus dem Augenwinkel seht. Also. Haltet schön die Augen offen. Wir holen die Hunde. Wollte eigentlich rüber. Gut, ich bin weg. Wo man schnell die Quest. Hier
Hier war doch gar nicht. So. Vielleicht treffen sie ein paar Zivilisten, das wäre lustig. Kopfgeld hier. Achso, ich muss wahrscheinlich eh wieder unsichtbar werden. Aus Dingen. Na komm her. Mach ich gleich wieder einen Mord. Ja, gesehen? Okay. Ist in Ordnung. Hoffentlich ist es keine schwierige Aufgabe. Oder nur in dem Ort, wo wir schon waren. Nein, runter bitte. So, was hast du denn? Ein schönes Pferd, Sokrates. Ja, ein sehr schönes Pferd. Ein robustes Pferd. Außerdem ein gestohlenes Pferd. Immer die zwei, ich bin frech. Sokrates, der Pferdedieb. Ich höre schon die Gerüchteküche brodeln. Aristophanes wird es lieben. Leider wären die Gerüchte völlig aus der Luft gegriffen. Obwohl ich gern wüsste, ob du meinst, dass man sie trotzdem erzählen sollte, sobald man die Wahrheit kennt. Wie lautet die Geschichte? Ein Mann in der Nähe ist verantwortlich für den Pferdediebstahl. Ich habe bereits über die nächsten Schritte nachgedacht, doch ich wüsste sehr gern, was du für das Richtige hältst. Und wie soll ich diese Entscheidung treffen? Mach dir dein eigenes Bild. Es könnte helfen, wenn du selbst mit dem Dieb sprichst. Kann so ein Verbrechen gerechtfertigt sein? Ein interessanter Gedanke. Wo ist der Dieb jetzt? Ich sagte ihm, er soll bei den Ställen im Südwesten warten. Wenn du ihn beim Pferdediebstahl erwischt hast, was hält ihn davon ab, einfach zu fliehen? Die Hoffnung, das Pferd zu behalten. Und da kommst du ins Spiel. Den Rest soll er dir selbst erzählen. Der Typ hat Probleme, ey. Junge, Junge. Okay, wo ist er denn? Südwest. Wir gehen nur schnell dahin. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur zum Erforschen ist. Na los, Ella. Ella. Soll ich nicht lang kommen, oder? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sackgasse sein. Ich reite schon diesen großen Umweg. Dann bin ich ja gleich wieder weg, hoffentlich. Ella. Wir absteigen, abhauen. So ein kleiner Ausflug mal durch Athen. Aber hier wollte ich hin. Ja. Na, hier bin ich. Weißt du? Okay. Und jetzt ganz chillig hier am Hafen lang reiten, auf der Brücke. Ups, will ich nicht. Ich reite mal hier. Das ist egal wahrscheinlich. Was machen wir am Militärhafen? Okay, gibt's auch noch was. Gut, zwei Schätze, ein bisschen.
Ja, das ist irgendwas random. So, zwei Kisten, ganz ja. Da habe ich drei Dinge zum Plündern. Komm ich eigentlich ran? Wahrscheinlich hier. Gedrückt halten. Scharfschütze. Ja, ist keinem aufgefallen. Okay, aber er guckt zu nichts. Nice. Wenn die beiden mich sehen, dass ich nicht. Sollte ich ja so tot kriegen. Einen Schild. Ja, dann brauchen wir noch einmal. Da kommt schon derselbe. Nochmal. Wer ist denn das? 21. Der Riesentöter. Nahkampf, okay. Der ist im Lager, dann einmal anzünden und dann kann ich mir versuchen, den zu schnappen. Was ist mit dir? Ach nein, er hat einen Bären. Klettern und vielleicht. Mal zurückhalten. So, was ist denn los mit dir? Ausweichen geht nicht mit dir. Geht wahrscheinlich schon, aber. Okay, verpisst. Ja, ich muss wahrscheinlich unten rum. Okay, wer bist du? 24. Du hast die Kiste und dann bin ich weg. Bin ich wieder weg. Ich mach da mal hoch. Kletter bitte hoch, Mann. Ist ja nicht so, als ob mal gesucht werden. Okay, haben wir es doch. Eieiei, komm schon. Also, was ist denn jetzt mit dem Schnellreisepunkt? Achso, bin ich noch in so einem Sperrgebiet? Nee, runter. Dann kletter halt hoch. Was denn nur? Runter, hoch. Okay, machen wir jetzt. Schnell reisen. Nice.
Hinter mir, gut. Geh mal hin. Muss mal schauen, was der Dieb zu sagen hat. Wahrscheinlich wurde er selber erpresst oder irgendwie so eine Scheiße, wird er wahrscheinlich erzählen. Ey, oh, was sagen? Ja? Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Mich nee. Also verarsche ich. Hallo? Rennt doch von mir weg. Bleib bitte stehen, danke. Wovon was Angst oder? Bist du der Pferdedieb? Sokrates sagte, ich soll mit dir reden. Erwischt zu werden ist schlimm genug, aber dass jetzt schon Söldner über mich richten. Besser ich als eine Athener Wache. Was hast du zu sagen? Der Mann, dem es gehört, wird es nicht mal vermissen. Er hat jede Menge Pferde, während mein einziges gestorben ist. Wenn ich genug Geld hätte, dann hätte ich mir eins gekauft. Ach so, na dann ist ja in Ordnung. Willst du das Pferd jetzt benutzen oder verkaufen? Ich muss eine Familie ernähren und dieses Pferd wird mir auf dem Acker helfen. Außerdem ist es mein einziges Transportmittel. Gab es keine andere Lösung? Mir fällt keine ein. Glaube mir, ich schäme mich für diese Tat. Gibt es einen Grund, warum du dieses Pferd gewählt hast? Es war am leichtesten zu stehlen. Das ist alles. Ich habe nur aufgepasst, nicht sein bestes Pferd zu nehmen. Ein rücksichtsvoller Dieb. Ich stehle nicht zum Spaß. Ich tat es, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich glaube, ich kann jetzt meine Entscheidung treffen. Ich hoffe, du verstehst mich. Würdest du nicht dasselbe tun, wenn es um deine Familie ginge? Sokrates zurück. Wo ist er? Wo ist er? Habe ich nicht gesehen, die Markierung. Oder ich war zu weit weg, aber. Ich muss mir vorstellen. Komm noch zu mir und lauf nie weg. Achso, er wartet am Pferd. Hast du schon entschieden, was zu tun ist? Er sollte das Pferd zurückgeben. Sollte das Pferd behalten. Ja, eigentlich sollte er, ja. Ach, ich will nicht kompliziertes machen. Wenn er das Pferd dringender braucht als der Mann, dem es gehört, soll er es behalten. Ihm würde es mehr nützen. Ob ein Verbrechen bestraft oder belohnt werden soll, hängt also von den Gründen für das Verbrechen ab. Ein faszinierender Gedanke, aber ich sehe auch die Gefahr dieser Einstellung. Die eigentliche Frage ist, ob meine Meinung eine Rolle spielt oder ob du nur sehen wolltest, was ich tun würde. Es kann gut sein, dass beides zutrifft, aber es kann auch keins von beiden zutreffen. Jetzt redest du absichtlich Unsinn. Lass mich noch eine Frage stellen. Wenn ein Mensch einen anderen tötet, um viele zu retten, wäre die Tat dann gerechtfertigt? Oder muss er bestraft werden? Oh, das sind Fragen. Tja, er kann natürlich auch ein Held sein, wenn er irgendwas vereitelt. Keine Ahnung, sein Handeln war gerechtfertigt. Wenn die Tat aus einem guten Grund geschah, dann war er im Recht. In solchen Zeiten sollen also Bürger wie wir entscheiden, was Recht ist. Viele würden sagen, ein Mord müsse trotzdem bestraft werden. Die Leute, die er gerettet hat, sehen das anders. Dann sind vielleicht die Entscheidungen richtig, die für die meisten Menschen Gutes bewirken. Stimmst du dem zu? Sind wir fertig? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich nicht. Diesen Luxus haben die wenigsten. Und denen, die genug Zeit hätten, mangelt es oft an der geistigen Kapazität für solche Dinge. Alles klar.
Gut, haben wir's. oh, 10.000. Nice. Das war ja den Aufwand wert. So, jetzt haben wir hier alles. Das heißt, wir gehen zur Schnelle und dahin. Adress her und dann die zwei Inseln. Ja, von der Zeit her sieht es noch relativ gut aus. Oder je nachdem, was auf den Inseln uns erwartet. Erstmal tauchen. Mitten in der Nacht. Setzen wir die Segel! Gib den Kurs vor, Kapitän! Also, doch, hab noch markiert. Wir Blindfische. Haltet das Tempo! Sieh nur! Treibgut! Treibgut, ja, her damit. Sie wieder eine Besatzung mit. So, abbremsen. Abbremsen. Eine Kiste. Wo? Wo? Herhören! Der Kapitän verlässt das Steuer! Was sind die Kisten? Oh, genau unter mir. Okay. Ja, damit kann ich leben. Der Höhle, okay. Da war schon der Heilings. Mal schnell hier runter zu kommen. Noch mehr. Mhm. Ein paar Drachen und die Sinkgrube. Okay. Bitte hoch. Leertaste. Autsch. Das ist mein Schiff, das ist mein Schiff hier. Habe ich auch nie gesehen, was ich aufgehoben habe, ist auch wieder geil. Oh, ich bin ein Profi. So, dahin. Wer treibt gut irgendwo? Die ist relativ klein, hier wird es nicht viel geben. Wollen wir mal anbumsen, was passiert? Bruder ins Wasser! Wir warten auf die Rückkehr des Kapitäns! Ja, mach das. Echt nicht aufgepasst, was ich eingesammelt habe. Krass. Echt von mir. Na gut, was haben wir hier? Ein Alpha-Tier. Okay. Eine Löwin. Random Sachen. Die Insel verteilt. Interessiert mich aber herzlich wenig. Okay. Die werden mich doch bestimmt wegbumsen, die Viecher, oder? Versuchen wir mal ranzuschleichen. Ich meine, wenn ich eh viel tot kriege, schon mal. Das ist schon ein bisschen was. Gift. Ja, die haben die drei klappt bei den. Bei den Tieren nicht. Was war ich denn? Ich mach das wieder tot. Was? Da tritt sie mir hinten. Irgendwo hin, aber in die dritte Runde. Oh.
Drin. Danke. Okay. Ah, was brauche ich nicht? Gift. Ja, noch. Oh. Ganz ruhig. Okay, nice. Uiuiui. Eieieiei. Die sind echt gefährlich. Hier, da haben wir alles. Können wir jetzt? Ja gut, die Kisten oben liegen. Okay. Vielleicht irgendein Ort, der vielleicht wichtig ist. Ich meine, auf der Karte ist ja nichts weiter. Da, angezeichnet hier auf der... Ja, man kann ja mal kurz einen Ausflug machen. Nö. Anscheinend nicht. Ne? Gut. Dann gehe ich zu der anderen Kiste da hinten nicht. Die lohnt sich nicht. Ach, da warten schon die Athener. Dann gehen wir hier zum Hephaistos. Mal schauen, was es da gibt auf der Insel. War doch unser Schmiededude. So. Wir müssen... hier hin. Was ist ja gleich da von. Gut, gut, gut. Reisegeschwindig. Okay. Erhöht das Tempo! Nicht zu nahe. Siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Okay. Man betritt sie, indem man hineinspringt. Das ist Helm! Ein tapferer Arkadier, den ich kann. Na, schade, ich hab's wieder. Ah, ja, ich hab's unterbrochen. Ja, wenn sie wirklich in den Untergrund geht, das wäre... interessant. Aber wir holen jetzt erstmal den Schnellreisepunkt. Agolis, Geburts- der Medizin. Ein bisschen an. Wirklich in die Unterwelt? Wäre schon ein cooles Vieh. Mir das Hephaistos. Jetzt wird er hoch. Ach, da hinten. Dann. Muss man da rüber. Andere wird wahrscheinlich da unten. Aber wir werden das herausfinden. Gut, dann synchronisieren wir mal. Wie es mir zu erkennen. Vielleicht muss ich auch an den Dings reinspringen, wenn wir kann. Runter, Scheiße. Ah! Ne, okay. Ach. Lol, das war jetzt gewollt, ne? Was für eine Gravur? Sag's mir. Attentatisch. Oh, bei den Göttern ist das heiß hier. Das ist ein kleiner Ansicht. Nein, oh. Hephaistos scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt.
Dann wahrscheinlich hier. Ja. Das ist ein Opfer. Ausrauben. Ich lieber nicht sehen. Ja, so sind hier Gegner. Ja. Ah, wenn ich C gedrückt habe, bin ich rum. Das ist ja ruhig. Oh Scheiße, das sind so viele. Ja, ich wollte. Ich bitte blocken. Kann ich die drei bewegen? Danke. Das war die Dunis irgendwie hier nichts. Warum hier auf dem Ausweichen? Der Unsprache ausweichen, ich mich auch. Wie das nicht zu. Ich sollte vielleicht meine Waffe wechseln, mal ausprobieren. Gut, eins. Alter, das ist so eine große spannende Waffe. Oh, Vorsicht. Kleine Waffe. Das ist unmöglich. Oh, ausweichen. Weg, 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 weg. Ach, Mädel. Mach bitte das, was ich drücke. Zeit stellen. Nein, 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 nein. Roll. Komm, heil dich. Muss ich nicht schleichen? Sowas. Regeneriert. Komm, heil dich. Danke. Wenn ich die in die Lava kicke, wäre ja auch geil, oder? Ja. Wo oben? Habe ich eine Feuerpfeil? Durch das. Dann komme ich zu euch, wenn ihr zu mir wollt, was ich mal. Der schöne Loot, wenn ich jetzt euch runterlasse. Wäre auch nicht so von Vorteil, aber. Ich hätte was. Ja. Nämlich, ich will nicht reintreten. Jetzt. Was? Du Schlampe, du Alte. Jetzt. Uiuiui. Gut. Alles Tolles bekommen, keine Ahnung. Runter. Ja, was war jetzt hier? Die Kisten oder was? Eine Kiste. Ein Reflexbogen. Gut. Sieht doch recht aus. Ja, vielleicht hier oben. Mal schauen. Eigentlich eher. Feuerchen. Hallo, darf ich das nehmen? Er sagt, dass wir suchen. Lesen. Ja, ein großer Unterschied.
Frage, was es hier sonst noch gibt. Geben können. Hier ist bestimmt andere. Ah ja, das ist wahrscheinlich. Gut, mein kleiner Adler. Dann zeig mir mal. Ja, dann holen wir die. Wie komme ich denn dorthin? Hier war ja eigentlich nichts, dass ich... Eintreten? Ja. Wie kommt man da hin, oder? Später erst. Kann noch mal hier runter gehen, wo ich gekämpft habe. Das aber... Gab es jetzt ja auch einen Weg, wohin gesehen habe, der da irgendwie noch runter... Ja. Wie gesagt, könnte es sein, dass das... Oder muss ich noch weiter runtertauchen? Das könnte ich mal ausprobieren. Könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ah, hier war nichts. Ah, hier war ja das Feuer, Feuer, Feuer. Ja, vielleicht. Nur ein bisschen rauchen. Hat jemand was? Hier ist nichts. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, mache ich mal Feierabend. Wird jetzt schon irgendwie gedacht, dass wir vielleicht irgendwie den Typen treffen. Ansonsten holen wir uns. Und wir machen noch die beiden Sachen hier. Ja. Und wenn niemand das irgendwann anders läuft ihn weg. Muss ja da hinten sein wahrscheinlich. Nehmen wir erstmal die Inne. Mal versuchen. Okay. Oh, da kommt schon nachher hinter mir. Noch rein zum Schwimmen, jawohl, danke. Noch tiefer. Gut, ein Zeremoniestab. Super. Verdammt. Ah, ich häng fest. Ah, ja. Uff, 15 mal. Uiuiui, ist das tief. Und mit der Ausrüstung. Alter Schwimm. Ja, erstmal ein Wort. Ja, vielleicht müssen wir noch ein Stück.
vorwärts fahren, könnte ich mir vorstellen. Ich könnte die ein Stück schwimmen, aber da bin ich viel zu gemütlich. Gut. Ja, langsam, das Schiff! Okay. Na gut dann. Das war ein ganzes Stück weiter weg. Ja, das schwimmt schon in die Richtung, ja, sollte er umdrehen. Weit weg. Komm ich langsam näher? Okay. Es nicht. Ein verzierter Streitgang. Und den Tonschaden natürlich ganz wichtig. Ein Palast des Aigikitas, was auch immer. Gut, dann machen wir das noch. Oder wen das jetzt nicht mehr so interessiert, der kann schon ausschalten. Außer ihr wollt wissen, was es für Loot gab oder gibt. Irgendwie die Resilienten trennen. Wo bin ich da? Oder lang! Ach, runter mal. Eins. Oh, ich komm nie. Eins hätte ich schein. Wie kommt die zusammen? Brauchen gibt es auch in Schildkröten. Lass mich in Ruhe, oder? Ich tue ich nichts. Der Ding ist aggressiv, Mann. Ein Holzstab. Okay, müsste ich ja safe. An der Seite rein, das kostet ja Dauerstoff. Antike Königstiefel, okay. Wieder. Eine Wahl. Eine Wahl. Lass mich bitte. Aber kannst du jetzt mal bitte hochschwimmen? Gut, meine Lieben. Dann geht es das nächste Mal wahrscheinlich mit der Hauptquest. Ventana, okay, Cosmo. Dahin. Muss mal schauen. Ja, cool. Also, wo ist das denn? Wird mir so irgendwo angezeigt. Ach, hier oben. Ah, hier oben. So, noch eine Quest. Oh nein, der Sokrates will sich schon wieder unten scheiße. Schnellreise. Gut, dann machen wir Schnellreise und nächstes Mal geht's hier. Auf Chaos, wie ist es, glaube ich, ne? Ja, weiter. Gut, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.